Da hatten wir mal Klassenfahrt quasi. Und dann haben wir Abführmittel gehabt und dann haben wir den halt in Getränke getan. Oder ins Essen oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, siehst du da. Ja, war nicht meine Idee, ne? Der Arme. Wieso der Arme? Wir hatten auch mal so ein, irgendwie so ein Musikprojekt. Da mussten wir irgendwie was vorspielen, haben wir das aufgenommen und man hat im Hintergrund quasi noch so das Publikum, also unsere Klasse gesehen, wie die da so saßen. Und er saß dann auch so in der Mitte und hat genau auf der Aufnahme richtig einen gepopelt und die gefressen. Dann haben wir das gesehen und das war ganz lustig. Oh Mann, ey. Ja, Der Arme. wenn der sowas macht, ey, hallo? Lass ihn doch, vielleicht schmeckt's ihm. Ja klar, wem nicht? So, wo war sie jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Oh Mann, ey. Nein, Ja, Scherz. warte, nur in 10 Jahren wird er sich rächen. Wieso in 10? Warum nicht? Der hat mich letztens in Facebook geaddet. Da steht jetzt irgendwie in der Beschreibung, der ist Cyberpunk oder so. Da hab ich erstmal so gedacht, what the fuck? Ja, warum denkst du, hat er dich wohl geaddet? Oh Gott. Mach mir keine Angst, bitte. Paar So. Jahren spätestens hat er alles über dich herausgefunden und dann macht er dich zum Gespött im Internet. Mit Amok So, gelaufen. ja, revenge-mäßig, ey. Bringt dich so weit, dass du dich selber umbringst, damit er seinen Seelenfrieden hat. Ja. Ich habe eindeutig zu viele Filme geguckt. Oh Mann. Sollen wir uns dann erschrecken? Erschrecken, wann? Morgen oder übermorgen, keine Ahnung. Wenn du Bock hast, mir ist halt egal. Ich hab jetzt Bock. Ja, aber jetzt sind wir jetzt erstmal in der Daisy-Session. Ja. Scheiße, wo ist das Haus, Alter? Ja, wo ist das Haus? Ja, hier ist so ein großes rotes, aber hier gegenüber ist kein Haus, wo das Brecheisen drin ist. Das Brechmittel. What the fuck, weil ich denn da auf dem Boden? Ach, Müll. Der Bus ist weg. Der ist nicht weg. Wir haben immer noch keine Lock Range. Na, such mal eine. Ja, ich laufe jetzt nach Cherno. Nach Cherno. Cherno. Turnover. Cherino. Cherno. Kerrygold. Kerrygold, Alter, schmeckt voll geil, ne? Weiß ich nicht. Kerrygold, Bulle. Kommt ja live aus Irland, da muss es ja schmecken. Was, Schmecken. das Schwein kommt aus Irland? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das nicht Käse oder so? Kerrygold? Ja. Das ist Butter. Ach, Butter. Ja, Butter. ist doch das Ähnliche. Ganz Ähnliches. Ganz ähnlich wie Käse. Quäse. Quäse, ja, Quäse. Quiefen. Quiefen. Ich glaube, es ist langsam ein bisschen spät. Was? Wir haben doch erst 15 nach 1. Ja, also für unser Verhältnis ist das natürlich sehr früh noch, ne? Aber, ja. Ja. Ey, gestern ich kam heim, ne? Direkt eingepennt, ey. Habe ich gemerkt, du warst gar nicht mehr on. Ja, ich weiß. Ich hätte den Fehler nicht machen dürfen und nur 2 Stunden nachts pennen. Ja, aber manchmal ist das so, ne? Ja. Da denkst du so, boah, ich ruhe mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus, legst dich auf Bett und dann pennst du ein, bis, was weiß ich, 6 Uhr, 7 Uhr. Ja. Ich kenne das. Und du kämpfst noch so dagegen an, weißt du, und es geht einfach nicht, du schläfst ein. Dagegen an. Ja, so mit Schwert und Schild, ey. Ja, Mann. Du blockst so zwar, aber irgendwann schaffst du das Blocken nicht mehr und dann. Ja. Oh Mann, ey. Weißt du, und dann holst du noch so deine letzte Attacke raus, so deinen Drachenkrieger und so, ne? Und dann, ne. Ja. Genau. Der Dragon. Wie heißt er? Dragonlord. Was, Dragonlord? Drachenlord. Nein, nicht Drachenlord. Von Skyrim. Dragonborn. Drachenblut. Drachenblut, genau. Dovahkiin. Nosrutha. Ja, Mann. Der hat übrigens auch immer Ohrenschmalz gegessen. Wer? Alter. Der Drachenlord? Nee. Ja, obwohl. Der frisst bestimmt seine eigene Scheiße, der Hurensohn. Der dreckige Bastard, Alter. Guck mal, jetzt wo wir PJ ein bisschen länger kennen, da wird er richtig offen, der Junge. Dreht er richtig durch hier? Hä, was? Ich bin immer Oder war da so. wieder Alkohol im Spiel, ne? Nein, da war kein Alkohol im Spiel.
Alter, ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Ich hätte gern was zu rauchen, aber erst am Morgen. Rauchen? Ja. Baue ich mir ein Gibbet. Ein Ganyaman. Ganyaman, genau. Dann kann ich mich noch mehr über Drachenlord aufregen. Der dreckige Fettsack, ey. Boah, ich bin total verwirrt, ich bin schon bis nach Tscherno fast gelaufen, obwohl ich eigentlich nur nach Balota wollte. Und ich war schon in Balota. Ja, heute ist jetzt irgendwie. Gleich Tscherno oder was? Nee, ich bin jetzt zurückgelaufen. Das ist ja in so einem roten Haus gewesen, da gegenüber. Oh Mann, ey. Ich lauf grad Tscherno. Ich lauf grad Tscherno. Ich lauf grad Tscherno, ja. Sorry, ich laufe gerade nach Tschernosgursk. Ich dachte, du bist schon da. Was? Hä? Was? Wie soll ich denn da schon so schnell da sein? Wo warst du denn die ganze Zeit jetzt? Beim Bus. Aber da findest du ja kein Brecheisen. Ach Gott. Was ist das denn da für einer? Bist du das? Oder ist das ein Zombie? Nee, was ist das für einer? Ein Dallas! Kommt ja angesprungen ins Gesicht, wie dieser Chinese da von Hangover. Oh Mann. Ich hätte gedacht, du meinst die Chinesin aus The Grudge. Der Fluch. Nee. Der aus dem Schrank kommt und so. Die ist geil, ne? Und wie? Also wie die von The Ring. Ich dachte früher mal, das sind die gleichen, ne? Musst du ja mal die japanischen Teile davon anschauen. The Grudge oder was? Von The Ring und. Von The Ring gibt's auch noch. Davon gibt's auch noch eine japanische Version? Ja, ja, klar. WTF. Die Japaner sind eh so krank. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Voll eklig, die Scheiße, ey. Da gibt's 4 Teile oder so auf Chinesisch, Japanisch. Auf Chinesisch? Auch wenn du immer Dragon Ball schaust auf Japanisch, voll lustig. Hört sich an wie so ein Anime-Porno. Die das da rumstöhnen. Das ist doch dann Hentai. Echt? Heißt das so? Das weiß ich sogar als Nicht-Anime-Schauer. Ja, ich auch nicht. Ich schau sowas nicht. Ja, auch nicht. Ich hab zwar Naruto Shippuden auf Steam, aber zock ich nicht. Was für ein Ding? Naruto. 2 Teile, gab's noch ein Angebot, da hab ich gesagt, YOLO. Ach, Naruto ist doch diese Fake-Scheiße von Dragon Ball. Weiß ich nicht. Das ist doch dieser mit dem orangenen Anzug und den gelben Haaren. Ja. Ja, gut, weiß ich. Ich guck das aber nicht. Boah, ich wette, okay. Wenn das jetzt irgendwelche Naruto-Liebhaber schauen, ne? Die hassen dich. Das muss doch hier sein, das Brecheisen. Wo ist das denn? Fick Drachenlord. Oh Mann, wenn jetzt Drachenlord-Fans zu schauen. Ach, es gibt ja keine Droppwanzung. Kleine Krüppelmissgeburt, Alter. Scheiß Drachenlord. Warum bist du so gewaltverherrlichend? Was? Was? Ich bin erst gewaltverherrlichend, wenn ich den live sehe. Glaub mir. So, ich glaube, hier war das. Dann schlage ich ihm in seinen Speckbauch, dann ist er dünn. Ich glaube, die brennt das Brecheisen ist weg. Oder war das hier? Du hast einfach nur gegessen. Nee, das war hier gar nicht, da war hier ein Radio. Ja, ich muss hier ein bisschen gucken, ne? Hier Pfadfinderorientierung und so. Anstatt du das Video komplett schaust, ne? Hab ich ja Nee, hier ja, war dann ich schon. Muss man doch wissen, wo es ist. Wissen? Wissen, ja. Wissen wie Khalifa. So, hier war das, glaube ich. Jetzt kommst. Nein, nein, hier war es doch nicht. Nee, hier war das doch ganz sicher, aber hier ist das nicht mehr. Ich habe das hier hingeschmissen mit G. Das ist bestimmt auf dem Rücken, ey. Nee. Doch. Ich habe eine Axt auf dem Rücken. Dann hast du nicht. Scheiße, woher weißt du das? Ja, müssen wir ein neues suchen, ne? Oder wir laufen, ey, ganz ehrlich, wir hätten die ganze Zeit schon laufen können. Nö, ich will jetzt den Bus. Jetzt bin ich schon nach Tscherno gerannt wieder.
Lauf auch mal nach Tscherno. Und dann kommst du entgegen. Komm, wir gehen wieder zurück. Weißt du, Wohin? gerade fast da. Ja, nach Balota zum Bus. Redest du? Hä? Ja, was redest du? Was laberst du? Redest du? Der Ghost denkt sich auch bestimmt nur was für Spasten. Wer denkt sich? Wie, du willst gehen? Ja. Ey, was sagst du dagegen? Ey, Ghost sagt immer, wir sollen jetzt nicht gehen, ne? Wir sind ja hier gerade mitten am Spielen. Ey, du sollst gehen, hast du gehört? Sofort. Warum soll ich gehen? Wohin Weiß sollst nicht, du gehen? Ich glaub, der Tunge. Hat er jetzt was gegen mich? Bist du Drachenlord? Was? Der Hurensohn, der Drachenlord. Der ist wieder am Trinken hier. Sein imaginäres Trinken. Mach mal dein Handy an. Mein Handy ist an. Auf laut. Warum? Ja, warum nicht? Ernsthaft? Ich versuch doch nur was. Warte. Warte. Der Ton ist an. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ja, jetzt habe ich aber angemacht. Nigger, 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 nigger. Was? Da kam kein einziges Nigger vor. Jetzt aber. Nee, Standard-Klingelton, sorry. Sorry. Story. Ich weiß, ihr wollt alle eine Story. Was hast du denn geschrieben? War wieder Hi? Nee. Hey. Ich bin am Overheaten. Ja, ich auch. Ich muss was essen. Oh. Ja, ich auch. Ah, ich weiß. Ja, ich weiß. Hier liegt nicht. Was? Was? Alter, ich drücke beim Apfel auf Eat A und der inspektet das. Oh. Jetzt friss! Jetzt friss! Friss mein Staub. Ey, ich esse die ganze Zeit und jetzt ist Hydrated bei mir von hellgrün auf dunkelgrün gesprungen. I am overheating. Boah, dieses Spiel, das macht mich nervös. Der trinkt durch einen Helm. Doch mal wieder aufnehmen, ey. Hab ich mir auch die ganze Zeit jetzt. Ey, ich mein Musik. Gangster-Rap? Ja. Ich finde das immer ganz lustig hier, da haust du richtig die FSK 18 Sachen raus und hier bist du immer so ein Süßer. Ja. Ich kann auch anders. Meiste Zeit bin ich ja nur noch am Zocken. Kann ja nichts passieren. Ist immer so eine scheiß Mücke, Alter. Bin ich halt nicht mehr am Drugs ticken und so. Sorry. Kann nichts dafür. Ja. Weiß noch? Nee. Ich hab mein Lied gemacht. Und ich musste wirklich vor Gericht deswegen, ne? Warum? Ja, Politik feindlich und Polizeifeindlich. Also ganz ehrlich, das geht auch nicht. Also gegen Politik, ne, da darf man gar nichts ja sagen.
1200 Euro Strafe. Ne? Was hast du denn da gesagt? Hurensöhne sind und dass sie sich ins Knie picken können und dass sie nur Scheiße labern. Und Bullen sind halt Arschlöcher und ich stech die ab und so. Dann macht doch jeder Zweite, oder nicht? Ja, aber sie wollten mich ficken. Haben sie mich gefickt in den Anus, dann habe ich erstmal meinen Anwalt angeschaltet, dann hat er es von 4000 Euro auf 1200 Euro runtergebracht. Ja. Gangster. Grove Street for Life. Ja, Mann. Jay, mein Nigger steht hinter mir. Einmal war ich nochmal vor Gericht wegen Rap. Habe ich auch 2000 Euro Strafe gezahlt. Ich habe einen Rapper gedisst, einen anderen, meiner Stadt. Und der hat mich dann angezeigt. Geiler Rapper, ne? Oh. Hammergeil. Dachte statt eigene so, Diss rauszuhauen, ne? Ja, ja. Warum disst du dich nicht selber? Was? Mich selber? Ja, dann passiert ja nichts. Ja, aber was bringt's mir, mich zu dissen? Wann bringst du denn andere zu dissen? Wenn's Hurensöhne sind? Ja, aber... weiß ich nicht. Ja, aber... ich mein, wenn ein Hurensohn vor dir steht, ja? Ich hab ne Red Nine! Du weißt, es ist ein Hurensohn. Dann sagst du doch auch zu dem Hurensohn. Was hast du? Ich hab nicht zugehört jetzt. Egal, passt schon. Schade. Ja. Brauchst du einen Dosenöffner? Nein, ich hab einen. Aber trotzdem, danke. Okay. Nimm mal schnell ein Video in WhatsApp auf für dich. Warum? Warum nicht? Ich will dein Monster nicht sehen, ne? Welches Monster? Ja, den Drachenlord. Nein. Ich bin jetzt, glaube ich, übrigens in Tscherno. Und du hockst bestimmt irgendwo die ganze Zeit auf keine Ecke, ey. Nee. Was machst du denn? War der Teilfilm. Was für ein Teil? Hast du was Schönes gefunden? Ja. Warum machst du nicht einfach ein Foto? Nee. Bist du nicht mehr so innen, ne? Ja. Nota Cola. Boah, trink doch, ey. Okay, habt ihr geschickt. Zweites Video kommt auch noch. Fortsetzung. Okay. Allein das Bild davon schon, ne? Arme Reh. Warum? Ja, hängt fest im Zaun. Ja. Kann ich doch nichts für. Selber schuld, würde ich sagen. Ja, aber wenn du den Mittelfinger zeigst, das ist auch nicht nett. Ich habe eine Batterie gefunden. Truck-Batterie? Ja. Laber nicht? Doch, Car-Batterie. Ah, das ist aber keine Truck-Batterie. Gibt's da unterschiedliche? Ja. Zweite Video schon angeschaut? Nee. Du? Ja. Sehr gemacht.
Alter. Sind ja beides die gleichen. Was? Was? Ja, das. Was? Was ist beides das gleiche? Ja, hier. Was? Ja, das da. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Was ist das denn für ein Gebäude hier? Sieht aus wie eine Schule. Ist, glaube ich, auch eine Schule. Da ist ein Exit-Schild. Kann man den Tafelschwamm mitnehmen? Nee. Schade. Ich habe einen Busreifen gefunden. Es braucht nur noch eine Luck Wrench. Ja. Was steht denn da dran? Zakloni Skola Tschernarus. Sack, genau, Sack. Boah, das sind ja richtig harte Bilder hier. Sack Luck. Sack Schuh. Was ist das denn da? Avi. Was ist das denn? Melone? A wie Melone, alles klar. B wie Banane. B wie Rotwein. R wie Birne. Ich noch nicht gehört, Rirne. Rille? Rille Vielmann. Ja, Rille Vielmann. Weißt du, was am allercoolsten in der See ist? Was denn? Zäune. Ja, Mann. Meine besten Freunde. Alter, ey, hier kommt man ja nirgendwo durch. Ja, wollen die mich verarschen? Machen die doch extra, ey. Glaube ich auch. Jetzt bin ich hier gefangen, ehrlich. Mit einem Zombie. Was ist das, eine Arena hier oder was? Hinter Gittern der Frauenknast. Ich bin aber keine Frau. Hat meine Mutter damals immer geguckt. War eigentlich ganz lustig. Ich habe vorhin, kennst du Watch Mojo oder so, dieser YouTube-Kanal? Ja. Die haben da ja so ein Video mit Top 10 der unheimlichsten Endbosse in Videospielen. Hat irgendeiner so in den Kommentaren geschrieben, Nummer 1 ist meine Mutter. Oh, really, Mann. Und was war Nummer 1? Ich glaube, der Pyramid Head von Silent Hill. Was? Echt? Den finde ich eigentlich noch am normalsten in Silent Hill, weil er noch am menschlichsten aussah. Ja. Und um was ging's nochmal? Um die krassesten? Endbosse, unheimlichsten Endbosse in Videospielen. Heimlichste, War mein unheimlichster Endboss. Es gab keine unheimlichen. Ich hatte nur vor allem immer Angst. Welchen? Damals. Denn? Nemesis. Was ist das denn? Nemesis? Das ist von Resident Evil. Auf PlayStation 1. Der dritte Teil. Da gab's einen Mega Mutant mit einer Panzerfaust. Und der war einfach mal doppelt so schnell wie du beim Rennen. Und der hat auch immer so rumgebrüllt und hat dich dann verfolgt und ist mit durch Türen gegangen. Geglitscht? Nein. Warum? Kennst du noch die alten Animationen von Resident Evil? Wenn du durch eine Tür gehst? Ja. Du gehst dahin, drückst die Taste und dann geht die Tür so auf, die geht zu, Ladezeit wieder und dann bist du im nächsten Raum, ne? Mhm. Und der ist einfach mitgegangen. Ja, normal. Du hörst dann die Tür, so. Und dann ist er auch im Raum und schreit wieder rum und rennt dir hinterher. Und ja, du kämpfst halt ungefähr 20 Mal gegen den in dem Teil. Bis du am Schluss gegen seine vollendete Form kämpfst. Ja. Und das war ziemlich gruselig. Damals, wo ich 5 oder 6 war.
Ja, schon so brutale Spieler gespielt. Ja. Aber am geilsten finde ich ja immer so Leute, die sich über Kinder aufregen, die Spiele ab 18 spielen, aber selber so mit 6 Jahren angefangen. Ey, das Problem ist aber, dass die damals nicht online waren, die Spiele, okay? Dann. Das stimmt allerdings. Damals wusste ich nicht mal, was online ist. Ich hatte damals immer Angst, in Counter-Strike Gegner zu spielen. Echt? Ich weiß auch nicht wieso. Weil ich mich dann immer so erschrocken habe, wenn da auf einmal einer von der um die Ecke springt, so ein Quark. Deswegen Ballhack, Haha. ne? Dann habe ich irgendwann mal in CSS angefangen, 11 gegen 11, und dann habe ich gesehen, das ist ja eigentlich ganz geil, und seitdem immer mit Gegner. Boah, ich weiß auch nicht, was da mit mir schief lief, ey. Ach ja, was ich auch noch gruselig fand, war Outlast. Das habe ich, aber ich habe das irgendwie nie gespielt. Keine Ahnung. Echt nicht? Ich habe das aber in der Steam-Liste. Dann spiel mal. Könnte ich machen. Nach einer Stunde kannst du mir ja sagen, ob du pausiert hast. Was ich auch zu Anfangszeiten extrem krass fand, war Alien Isolation. Was? Die Soundkulisse davon so zumindest. Was? War geil. Ich hab das gekauft, hab's gespielt, 10 Minuten später rausgeworfen aus der Playsee und dann vorbei. Vorbei. Gleich wieder verkauft. Ich habe das auch verkauft für PS4. Ja. Aber nur dann hab ich es mir auch nochmal für PC geholt, und seitdem habe ich es in der Liste und spiel's nie. Ich schwöre, wenn du mich noch einmal anfährst, Zombie, ne? Ich schwöre, Anfest? ich ficke deine Mutter. Was für ein Fail ist denn das, Mann? Warum liegt hier ein Haus im Haus? Mann, ey, ich schwör's euch, ich fick euch aber. Aber na? Ah, Mann. Machst jetzt auf Hans Entertainment? Nee, ey. Von dem habe ich heute ein Video gesehen, wie er in seinen Pool springt. Dann kommt dieser, wie heißt dieses Dubstep-Lied, der Tsunami? Der fette Bastard, ey. Drachenlord und er haben sich ja mal unterhalten, ne? War das nicht Tanzverbot? Nee. Drachenlord hat auch mit dem geredet schon. Ja, kann sein, ja. Ich glaube, So. ich. Bei fette Bastarde auf Juno. So Oh motherfucking Mann. goddamn true. Ja. Boah, ey, ich hasse den Typen, ey. Wen? Beide. Alle eigentlich, von denen. Warum Tanzverbot finde ich sogar noch okay. Ja, wieder so apparatist und so. Ja. Auf der Straße. Der disst einfach jeden. Ja, aber vor allem, wenn so ein paar irgendwie ganz normale Passanten an denen vorbeilaufen, ist ja ganz ruhig, weißt du? So 5 Meter weiter, so ganz leise. Boah, diese Hater, ey, die sind so Arschlöcher. Denn irgendwo liegt eine Lock Range, ne? Ja, irgendwo hier in einer ganz großen Stadt auf jeden Fall. Bis wir die gefunden haben, ist der Bus despawned. Ja, bis wir die gefunden haben, bin ich offline. Ach ja. Ja, morgen noch einmal arbeiten und dann können wir ja ganze Nacht zocken. Zocken. Boah, morgen erstmal Ja. ausschlafen, ey. Dann passt Ja, mach das. das mal. Du auch? Was? Du auch? Ha ha ha. Boah, Zombies. Hallöchen. Und tschüss. Kopfschuss mit einer Axt. Ich habe eine Kopfschuss. Truck-Batterie gefunden. Nimm mal nicht mit. Hast du mich verwirrt? Ich mich auch irgendwie. Sollen wir Nein, gleich nicht. ein schönes Lagerfeuer machen? Ja. Auf den Nachtserver joinen? Ja. Ja. Dann scheiß mal auf den Bus, komm, wir machen ein Ja, Lagerfeuer. aber noch nicht.